Herr Gastel, 10 Jahre Präsident der IHK, eine lange und dennoch kurze Zeit. Können Sie ein kurzes Resümee ziehen Ihrer Tätigkeit? Ja gut, es waren wirklich 10 bewegte Jahre mit vielen Höhen und vielen Tiefen. Ja, ich sage nur 2 Brücken. Ja, dann die Corona-Krise, Energiekrise, Krieg in der Ukraine. Also viele, viele Themen, die natürlich auch die Wirtschaft beschäftigt haben. Aber für mich war es natürlich auch eine sehr spannende Zeit, weil man sich tatsächlich dann auch ein bisschen einbringen konnte und auch eigene Impulse setzen konnte. Sind Sie denn froh darüber, was die IHK in dieser Zeit bewegen konnte? Ja, ich bin auch durchaus stolz darauf, was wir alles so gemacht haben und wo wir uns auch konstruktiv eingemischt haben. Und das, denke ich, ist auch eine gute Grundlage dafür, dass die Wirtschaftsregion aktuell so dasteht, wie sie eben ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich nichts, worauf wir uns ausruhen können. Das muss weitergehen. Mhm. Deshalb Ihr Ausblick auf das Jahr 2024? Ja gut, wir werden natürlich alle Themen, die hier relevant sind, Ostfeld, Gewerbesteuererhöhungen, was auch immer, wir werden es konstruktiv weiterhin begleiten und im Zweifelsfall auch die Finger in die Wunden legen, die für die Wirtschaft relevant sind. Mit welchen Fragen kommen denn die Unternehmen zurzeit auf Sie zu? Was ist das größte Problem in unserer Gesellschaft? Na gut, also sagen wir so, die gesellschaftlichen Probleme sind natürlich das eine, ne? Also das Thema, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt überhaupt weiter funktionieren soll, weil das letztendlich auch das Rückgrat der Wirtschaft ist. Aber für die Unternehmen an und für sich gibt es natürlich verschiedene, auch branchenabhängige Themen. Also einerseits natürlich Energiethemen, Fachkräftemangel ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Und dann überhaupt die Frage der Perspektive, ne? Weil wir befinden uns ja gefühlt von einer Krise in die nächste, rutschend mit Krisen überall durch die globale Wirtschaft, bringt das natürlich auch Effekte hier vor Ort. Und da muss man natürlich auch Perspektiven aufzeigen, man muss Sicherheit geben und man muss den Unternehmen eben die Unterstützung angedeihen lassen, damit sie ihre eigentliche Tätigkeit auch gut ausüben können. Die IHK macht ja Arbeitnehmer fit. Noch ist ja die Babyboomer-Generation da. Und es gibt ganz viele in der Babyboomer-Generation, die ein bewegtes Arbeitsleben hinter sich haben, ganz viel Erfahrung mitbringen und trotzdem auf der Straße stehen. Was kann man da tun? Gut, letztendlich kann man die Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich nur auffordern, einfach mit offenen Augen da hinzugehen und den Leuten entsprechend die Chance zu geben. Und ich glaube, das kommt aber von alleine auch, weil der Fachkräftemangel wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen. Und die Expertise von Älteren, ja, die muss man einfach auch für sich nutzen. Und ich glaube, dieser Aspekt wird auch immer weiter sich durchsetzen. Gut, dann hoffen wir auf eine positive Zukunft für uns alle und den Unternehmern für dieses Jahr viel Glück und Erfolg. Vielen Dank. Davon gehe ich aus, dass wir eine gute Zukunft haben werden. Danke. Dankeschön. Ich begrüße Sandro Zehner, Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises. Herr Zehner, mit welcher Problematik sieht sich der Rheingau-Taunus-Kreis im Jahr 2024? Ich glaube, wie viele andere Kommunen auch, beschäftigen uns natürlich vor allen Dingen die Finanzlage. Wir sehen, dass wir als Kommunen strukturell unterfinanziert sind, im Wesentlichen durch den Bund. Gerade Aufgaben wie sozusagen die Unterbringung von Geflüchteten, aber auch Sozialverwaltung sind insgesamt enorme Kostenblöcke in unseren Kommunalhaushalten, die nicht mehr ausreichend durch die staatlichen Ebenen ausfinanziert sind. Das führt dazu, dass wir vor Ort natürlich dann schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen. Und das macht mir deswegen Sorge, weil damit eben auch ein Stück weit Akzeptanz in Staat, Akzeptanz in Demokratie droht zu erodieren. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, in 2024 dieses Thema zu meinem Thema zu machen, dafür zu sensibilisieren und am Ende auch zu versuchen, dass wir dort den Einstieg in eine Verbesserung der Situation für die Kommunen in Deutschland hinbekommen. Wie nehmen Sie die Bevölkerung mit? Ich glaube, die Grundbedingung ist, die Bevölkerung erstmal zunächst transparent über diese Zusammenhänge zu informieren, weil wer beschäftigt sich denn freiwillig mit einem Haushalt einer Stadt wie Wiesbaden oder eines Landkreises? Kein Mensch, wenn sie nicht kommunaler Mandatsträger sind. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, die Menschen ein Stück weit mitzunehmen, Transparenz herzustellen, zu erklären, zu sagen, wo liegen die Probleme, was könnten Lösungswege sein. Denn meine Erfahrung jetzt auch nach 10 Jahren als Bürgermeister ist, die Menschen wollen verstehen, sie wollen auch informiert werden, aber man muss die Dinge eben auch sauber, transparent aufbereiten, sie mitnehmen. Damit organisiert man am Ende auch Zustimmung und letztlich auch Zusammenhalt. Es wurde hier in Wiesbaden davon gesprochen, die Gewerbesteuer zu erhöhen. Ist das im Rheingau-Taunus-Kreis auch Thema?
Das liegt ja bei den Kommunen, das heißt, der Kreis selbst hat dafür gar keine Zuständigkeit. Das entscheiden die Kommunen, die 17 in eigenständiger Verantwortung. Aber die stehen natürlich auch finanziell mit dem Rücken an der Wand. Auch dort sind Steueranpassungen in einigen Kommunen geplant, andere eben auch nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass insgesamt das Geschäftsmodell in der Region passt, dass wir daran uns überlegen, wie kann die Wertschöpfung von Zukunft aussehen? Wie können wir sozusagen Ansiedlungen klug treffen? Und da wollen wir als Kreis in Zukunft stärker unterstützen, vielleicht auch ein bisschen beratend zur Seite stehen, weil wir natürlich dann am Ende auch davon profitieren. Wir finanzieren uns durch das Geld, was von oben kommt und durch das, was wir durch die Kreisumlage von den Städten und Gemeinden nehmen. Wenn Sie Geld ausgeben, Stichwort Ahrtalbahn, was ist denn da geplant? Ja gut, wir wollen die Strecke reaktivieren und zwar zwischen Bad Schwalbach, Taunusstein und Wiesbaden-Ost. Wir haben eine super Machbarkeit mit einem Wert von über 2,0. Das ist sehr selten für solche Inbetriebnahmen oder Wiederinbetriebnahmen. Das Land Hessen hat sich auch klar zum Projekt bekannt. Und jetzt heißt es, dass Hessen, der RMV, die Landeshauptstadt und der Kreis sowie dann die beiden kreisangehörigen Städte Bad Schwalbach und Taunusstein an einer Seite des Seiles ziehen, damit wir jetzt wirklich diese Strecke reaktivieren und immerhin 70.000 Pendlern im westlichen Untertaunus, die auch ganz oft nach Wiesbaden oder durch Wiesbaden fahren, auch ein gutes, modernes, neues Mobilitätsangebot machen können. Zum Schluss noch, haben Sie noch eine Botschaft, die Sie der Wirtschaft bzw. den Unternehmern mitgeben können? Ich habe das vorhin ja so gesagt, wir können unseren Staat und unser Land nicht besser meckern. Wir können nur gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird. Jeder an der Stelle, wo er Verantwortung trägt. Und wenn wir da uns gemeinsam unterhaken, Verständnis für den anderen aufbringen und gemeinsame Ziele und Visionen formulieren, dann haben wir auch große Chancen, dass wir, sagen wir mal, die Erfolgsgeschichte, die Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg war, auch in den nächsten 10, 20 Jahren fortschreiben können. Noch eins zu den Unternehmern. Machen Sie den Unternehmern Mut, zum Beispiel auch diese Generation, die jetzt um die 60 sind und in der Arbeitslosigkeit verharren, nochmal einzustellen und mit ins Boot zu holen, weil daran scheitert es oft? Ich glaube, dass das unterschätzt wird, welchen großen Mehrwert diese Menschen für eine Organisation haben können. Zum einen, weil sie sehr erfahren sind, zum anderen aber auch, weil sie viel Lebenserfahrung mitbringen. Und wir sehen auch gerade bei den ganz Jungen, dieser berühmten Generation Z, dass die ganz oft auch Lebensfragen mit zum Arbeitsort bringen und sich mit Menschen vor Ort austauschen wollen. Und wenn sie dort auf erfahrene Kolleginnen und Kollegen treffen, die eben auch mal sich Zeit nehmen, hinsetzen, mit ihnen reden, ich glaube, das ist für das Gesamtklima einer Organisation wichtig, für die Leistungsfähigkeit einer Organisation wichtig. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wir in den letzten 20 Jahren auch im Management erfahren haben. Diversität, Altersdiversität, ethnische Diversität, Geschlechterdiversität ist wichtig, das ist ein wesentlicher Erfolgsgarant für das Gelingen einer Unternehmung. Na, hoffen wir das Beste. Vielen Dank. Sehr gerne. Herr Oberbürgermeister, der Neujahrsempfang der IHK ist immer ein besonderer Anlass, der Wirtschaft einen Hinweis zu geben. Ja, die Wirtschaft hat vor allen Dingen uns, der Politik, heute eine Reihe von Hinweisen gegeben und ist nicht mit allem, was wir machen, zufrieden. Das ist halt so. Wir nehmen das auch sehr ernst. Wir nehmen diese Hinweise auch mit. Es ging heute viel um die Frage der Haushaltssituation der Stadt. Die ist sehr, sehr schwierig. Und gerade wenn wir für die Wirtschaft die notwendige Infrastruktur bereitstellen wollen, wenn wir gute Schulen haben, worauf die Wirtschaft angewiesen ist, wenn wir gute Kultureinrichtungen wollen, was ein wichtiger Standortfaktor ist, gutes Wohnen, sozialen Zusammenhalt, dann hat das eben alles seine Auswirkungen beim Haushalt. Und ich glaube, es ist uns heute ganz gut gelungen, da zumindest gegenseitiges Verständnis zu erzeugen, dass solche Debatten von niemandem leichtfertig und einfach geführt werden, sondern dass es tatsächlich darum geht, das Wohl der Stadt zu suchen. Aber die Wirtschaft muss natürlich zum Beispiel auch die Gewerbesteuer stemmen oder auch Stichwort Kurtaxe auf 5 Euro. Ja, und ich kann auch jeden Protest dagegen nachvollziehen. Die Stadtpolitik stand vor der schwierigen Aufgabe, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Wir sind da genauso Opfer der Inflation wie private Haushalte. Die Inflation schlägt auch in den kommunalen Haushalten durch. Es gibt niemanden, der uns an den überstaatlichen Ebenen, also Land oder Bund, auskömmlich finanziert. Das ist ein richtig großes Problem. Wir kriegen nicht das Geld von diesen Ebenen, das wir eigentlich bräuchten. Und deswegen gibt es dann eben Debatten über die Erhöhung von Steuern und Abgaben. Dabei kommt es aber vor allem darauf an, dass das möglichst gerecht passiert, dass möglichst viele Schultern gleichmäßig belastet werden. Und ich denke, das ist die Absicht, die damit verfolgt worden ist. Die Stadt soll sparen. Ich habe heute schon Stimmen gehört, unser schöner Schlossplatz soll
noch schöner gestaltet werden, aber das kostet natürlich den einen oder anderen Euro. Ich habe da sowas von 4 Millionen Leuten hören. Das schmeckt natürlich nicht jedem. Wie nimmt man da die Bevölkerung mit und wie rechtfertigt man solche Ausgaben? Nun, das fängt damit an, dass die Bäume, die vor der Marktkirche stehen, bei weiten Teilen nicht überlebensfähig sind. Das sieht man ja auch heute schon. Es sind heute schon eine Reihe von den Bäumen weggekommen, weil sie einfach die Situation dort nicht überstanden haben. Und das war quasi der Motor, darüber nachzudenken, ob man diesen Platz nicht neu gestalten kann. Und wenn man ihn neu gestaltet, dann muss man ihn auch so gestalten, dass er tatsächlich die gute Stube von Wiesbaden ist. Das ist der Schlossplatz. Ja. Und es geht ja hier vor allen Dingen um den Bereich vor der Marktkirche und vor dem Landtag. Auch der Landtag braucht ein entsprechendes Entree. Und das ist, glaube ich, gut investiertes Geld. Das ist Geld, was gut investiert wird in die Zukunft der Stadt. Denn alle sagen, die Innenstadt muss besser werden. Sie braucht mehr Aufenthaltsqualität bieten. Was macht ihr eigentlich für die Innenstadt? Und das geht eben nicht zum Nulltarif. Das macht die Stadt für die Bürger und was macht die Stadt für die Unternehmer? Was wir für die Unternehmen machen, ist ganz viel. Das eine ist natürlich die Infrastruktur, die wir dauernd zur Verfügung stellen, die auf dauerhaft zur Verfügung stellen. Wir investieren momentan zum Beispiel unglaublich viel Geld in Schulen. Und allein, dass wir in unser Berufsschulzentrum Millionen, und zwar zig Millionen reinstecken, dient natürlich am Ende der Ausbildungsgewinnung von Unternehmen. Wenn wir sagen, das Thema Wohnen ist für uns ganz wichtig, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auch das ist für Unternehmen unglaublich wichtig. Viele Unternehmen sagen mir das bei Unternehmensbesuchen immer wieder, dass für sie eine der zentralen Herausforderungen ist, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Umfeld bezahlbaren Wohnraum zu verschaffen. Und deswegen tun wir viel für die Unternehmen und versuchen, die Bedingungen für die Unternehmen möglichst gut zu gestalten. Soll deswegen auch das Ostfeld mit der Bebauung vorangehen? Nach meinem Dafürhalten brauchen wir das Ostfeld. Wir haben einen erheblichen Wohnungsbedarf im gesamten Ballungsraum und mein Credo ist immer, Wiesbaden muss sich da als Teil der Lösung und nicht nur als Teil des Problems verstehen. Wir haben gerade die neuesten Zahlen gehabt zu der Mietbelastung von Bürgerinnen und Bürgern. Die Mietbelastung für die Bürgerinnen und Bürger ist sehr hoch. Das führt zu Verdrängungseffekten. Das führt dazu, dass Menschen aus Wiesbaden rausziehen mit allen negativen Folgen, wie zusätzlicher Pendlerverkehr, was wiederum die Infrastruktur belastet. Und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und das Ostfeld ist eine gute Gelegenheit, das zu schaffen. Und wir brauchen einen guten Standort für das BKA. Das BKA ist ein Herzstück in Wiesbaden. Die Wiesbadener sind in den 90er Jahren wirklich auf die Barrikaden gegangen, um das BKA in Wiesbaden zu halten. Und sie haben ein legitimes Interesse, ihre unterschiedlichen Dienststellen an einem Platz zu bündeln. Und das wollen wir ebenfalls im Ostfeld ermöglichen. Dann hoffen wir für uns alle auf ein erfolgreiches 2024 und ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Vielen Dank. Danke. Ich begrüße Finn von Kutschenbach. Finn, du warst einst der jüngste Unternehmer, soweit ich weiß, in Wiesbaden und jetzt kandidierst du für den IHK. Richtig, so ist es. Was ist deine Motivation und was sind deine Ziele? Ich sage mal so, meine Motivation, simpel gesagt, dadurch, dass ich mit etwas jüngeren Augen durch die Landschaft gehe, Wirtschaft und Politik hier in Wiesbaden, habe ich ganz andere Eindrücke als vielleicht die meisten Anführungszeichen Älteren und kann somit mit einem ganz anderen Blickwinkel auf die Wirtschaft und auf die Politik draufschauen. Und ich denke mal, durch diese Erfahrung in relativ sehr jungen Jahren ist es, denke ich mal, ein großer Mehrwert, auch besonders für die jüngere Generation der IHK. Was ist denn deine Erfahrung als so ein junger Unternehmer? Ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass man ziemlich kalt ins Wasser geworfen wurde, mit 16 Jahren habe ich gegründet, bewusst gegründet, also nicht einfach reingeworfen, aber mit Absicht ins kalte Wasser gesprungen, denke ich mal, habe ich vieles durchlaufen. Von fängt damit an, dass man nicht ganz wahrgenommen wird als junger Typ, aber auch bis hin dazu, dass man relativ dankbar sein kann von den Erfahrungen, die man trotz mit 16 Jahren plus aufwärts sammeln durfte und konnte. Und ich denke mal, durch diese Kombination ist ein interessantes Gesamtbild. Junge Leute, rein in die IHK, gib frischen Wind. Ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Danke, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.